Ja, hallo liebe Kinder, heute geht es um proportionale Zuordnung. Ja, proportionale Zuordnung, ein ganz wichtiger Begriff, den wollen wir heute erklären. Ja, dazu hatte ich hier einige Zuordnungsvorschriften aufgeschrieben und die wollen wir mal Punkt für Punkt durchgehen. Also gucken wir uns mal die erste an. Wir wissen ja, die erste hier ist immer die Ausgangsgröße und die, die hinter dem Pfeil steht, das ist die zugeordnete Größe. Und dieser Pfeil, der ist übersetzt mit wird zugeordnet. Also wir sehen Bilder von Tieren. Und aufgrund dessen, was wir dort erkennen, können wir sagen, da ordnen wir die Tierart zu. Also beispielsweise, wir sehen ein Bild von einem Tiger und sagen, das ist ein Tiger. Dann haben wir also den Begriff Tiger als Tierart dem Bild eines Tigers zugeordnet. Ja, das ist eine Zuordnung, klar, das ist eine Zuordnung, wie wir sie auch in Mathe so verstehen würden, aber das hat mit Mathe nicht allzu viel zu tun, das wäre dann vielleicht eher Biologieunterricht. Das heißt Zuordnung, ja, aber mit proportionalen Zuordnungen hat das nichts zu tun. Hier werden Begriffe zu bestimmten Bildern zugeordnet. Mit Mathe hat das erstmal nichts zu tun. Ja, dann haben wir hier die zweite Zuordnungsvorschrift. Wir gehen davon aus, erstmal nochmal wieder der erste Begriff, der vor dem Pfeil steht. Das ist die Ausgangsgröße und das, was hier hinten steht, das ist die zugeordnete Größe. Das heißt, wir suchen uns einen bestimmten Monat raus und schauen, wie viel Niederschlag hat es in dem Monat gegeben. Das kennen wir aus Erdkunde. Das hat auch mehr als das erste mit Mathematik zu tun, denn der Niederschlag, der ist ja nun mal gemessen worden. Das ist eine mathematische Größe, wenn man so will. In Millimetern wird das ja angegeben. Da können wir ein Säulendiagramm von machen. Hat schon mehr mit Mathe zu tun, auch wenn es vielleicht eher aus Erdkunde bekannt ist. Ist aber keine proportionale Zuordnung. Das heißt, es ist eine Zuordnung, hat auch mit Matheunterricht zu tun, aber das ist keine proportionale Zuordnung. So, und dann gucken wir uns das letzte hier an. Übernachtung ist hier die Ausgangsgröße. Und der Preis ist die zugeordnete Größe. Nehmen wir als Beispiel mal zum Beispiel eine Klassenfahrt. Wir übernachten in einer Jugendherberge. Und die Anzahl der Übernachtungen sorgt natürlich dafür, wie viel müssen wir anschließend bezahlen dafür. Okay, so, das ist natürlich klar. Wir ordnen der Anzahl an Übernachtungen den Preis, den man anschließend für die Übernachtungen zahlen soll, zu. Und ja, dieses hier hat am meisten mit Mathe zu tun. Und ja, dieses hier ist auch eine proportionale Zuordnung. Ja, was bedeutet das? Das gucken wir uns erstmal jetzt genau an. Wir haben hier eine Wertetabelle. Also ihr erinnert euch, die Darstellung von Zuordnungen in einer Tabelle, das nennt man Wertetabelle. Und wir haben schon ein bekanntes Wertepaar. Das heißt, eine Ausgangsgröße, in unserem Fall zwei Übernachtungen. Dazu wissen wir schon die zugeordnete Größe. Also zwei Übernachtungen in der Jugendherberge kosten uns 30 Euro. Das ist unser bekanntes Wertepaar. Aber wir haben noch keine anderen Wertepaare. Ja, und jetzt kommt das Besondere einer proportionalen Zuordnung. Wir können tatsächlich die Preise für die anderen Anzahlen an Übernachtungen, die lassen sich ausrechnen. Warum? Weil das eine proportionale Zuordnung ist. So, das kann man hier nicht. Also, wenn ich da Bilder von Tieren habe, da kann ich rechnen, was ich will. Davon weiß ich immer noch nicht, welche Tierart das ist. Also, ich muss schon das Tier erkennen. Da hilft mir kein Rechnen. Auch hier, wenn ich nicht messe, wie hoch ist der Niederschlag, dann weiß ich es nicht, da kann ich sonst wie viel rechnen. Ich weiß auch nicht, wie viel das morgen regnet oder übermorgen regnet. Das muss man einfach messen und dann schreibt man auf, wie viel das ist. Da kann man auch nichts rechnen. Aber bei dieser letzten hier, bei der proportionalen Zuordnung, da kann man tatsächlich fehlende Wertepaare ausrechnen. Okay, das wollen wir jetzt mal machen. Und
Es geht zum Beispiel recht gut, wenn man bestimmte Zusammenhänge weiß. Und diese Zusammenhänge, die notieren wir jetzt mal gleich. Also, wenn ich weiß, dass zwei Übernachtungen 30 Euro kosten, ja, dann weiß ich erstmal noch nicht, was drei Übernachtungen kosten. Aber vielleicht komme ich darauf, was würden denn vier Übernachtungen kosten? Also, ja, wie geht das denn? Also, von 2 nach 4, ups, jetzt malt das hier nicht, von 2 nach 4. Ja, was habe ich denn da? Also, das sind doppelt so viele Übernachtungen. Tja, und wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, also mal 2, doppelt so viele Übernachtungen. Ja, und für die 2 Übernachtungen habe ich 30 Euro bezahlt. Dann muss ich wohl für die 4 Übernachtungen, ah, ich denke, ihr wisst es, 60 Euro bezahlen. Warum ist das so? Ich habe doppelt so viele Übernachtungen, dann muss ich auch doppelt so viel dafür bezahlen. Heißt, das können wir schon mal aufschreiben. Also wir stellen uns die Frage, was bedeutet proportional? So, das ist unsere Frage. Und wir können als erstes schriftlich festhalten, Doppelten der Ausgangsgröße wird die doppelte wie kann man das jetzt nennen? Zugeordnete Größe zugeordnet. Naja, hört sich doppelt gemoppelt an, aber ich hoffe, es ist klar. Also, wir halten fest, wenn wir die Ausgangsgröße, also die Übernachtungen, verdoppeln, das Doppelte, dann verdoppelt sich auch die zugeordnete Größe. Also 2 hat sich verdoppelt auf 4, dann muss sich auch unsere 30 auf 60 verdoppeln. Okay, ja, das bedeutet proportional. Finden wir noch was? Ja, tatsächlich, wenn wir das halbieren, also wir teilen durch 2. Also wenn 2 Übernachtungen 30 Euro kosten, dann würde eine Übernachtung, ne, auch nur die Hälfte kosten. Also das ist ja nur die Hälfte an Übernachtungen und dann müssen wir auch nur die Hälfte bezahlen. So, ich denke, ihr habt's. 15 Euro kostet dann eine Übernachtung, ne? 2 kosten 30, eine kostet 15. Wir können also unsere Bedeutung für proportional noch was dazu schreiben. Der Hälfte der Ausgangsgröße wird die Hälfte der zugeordneten Größe zugeordnet. So, heißt, okay, wenn ich die Ausgangsgröße halbiere, dann halbiert sich auch die zugeordnete Größe. Okay, so, das können wir jetzt noch weiter treiben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt beispielsweise noch wissen will, wie ist das mit 8? So, wenn ich für 4 Übernachtungen 60 Euro zahlen muss, das heißt, ich ordne der Ausgangsgröße 4 den Preis 60 zu, dann habe ich hier wieder eine Verdopplung mal 2, 8. Dann muss hier auch eine Verdopplung stattfinden und das heißt 8
Das wären schon 120 Euro, die ich da zahlen muss. Aber da brauche ich hier unten gar nicht irgendwie noch was dazu schreiben, denn da steht hier schon, dem Doppelten der Ausgangsgröße wird die doppelte zugeordnete Größe zugeordnet. Heißt, das habe ich ja hier auch gemacht, 4 auf 8 verdoppelt, da muss ich auch 60 auf 120 verdoppeln. Ja, aber war es das jetzt? Ist das schon alles? Nein. Ich will ja auch irgendwie rauskriegen, wie ist das denn mit 6? Wie ist das mit 3? Ja, und dann funktioniert das wunderbar. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, um von 1 nach 3 zu kommen, also hier hat sich das verdreifacht, also wenn man so will, ich schreibe das mal hier oben drüber, von 1 nach 3, da muss ich mal 3 rechnen. Ich habe dreimal so viele Übernachtungen wie hier, dann muss auch der Preis von 1 nach 3 mal 3 gerechnet werden. So, das heißt, ich nehme meine 15, rechne die mal 3 und komme auf 45. Ja, also ich könnte das jetzt noch ergänzen um dem Dreifachen der Ausgangsgröße wird das Dreifache der zugeordneten Größe zugeordnet. Oder, das könnten wir auch machen, von hier nach hier, dem Fünffachen der Ausgangsgröße wird auch das Fünffache der zugeordneten Größe zugeordnet. Das kann ich eigentlich beliebig machen. Dem Achtfachen, ne, das können wir hier zum Beispiel von da nach da. Eine Übernachtung 8, das ist also mal 8. Da müssen auch die 15 mal 8 gerechnet werden. Können wir mal eben machen. 15 mal 8. 10 mal 8 sind 80, 5 mal 8 sind 40, zusammen sind es 120. Wunderbar, passt alles. Okay, dann rechnen wir mal eben einmal die restlichen Werte hier durch. So, 5 ist das Fünffache von 1, also muss ich auch hier das Fünffache rechnen. 50, das sind 75. So, von 1 nach 6. 6 ist das Sechsfache von 1, dann muss ich auch hier bei den Übernachtungskosten das Sechsfache von 15. 6 mal 10 sind 60, 6 mal 5 sind 30, 90. So, und hier das von 1 auf 7, das ist das Siebenfache, also muss ich hier auch das Siebenfache rechnen. 10 mal 7 sind 70, 5 mal 7 sind 35, 105. Und schon habe ich meine Tabelle fertig. Ja, was ist jetzt das Besondere an proportionalen Zuordnungen? Proportionale Zuordnung, da geht es erstmal um Zahlen, und zwar um Zahlen, die man berechnen kann. Also, wenn ich ein Wertepaar kenne, dann kann ich die restlichen Wertepaare auch berechnen. Warum? Das ist Proportionalität. Dem Doppelten wird das Doppelte zugeordnet, der Hälfte wird die Hälfte zugeordnet. Und dem Dreifachen wird das Dreifache, dem Vierfachen das Vierfache, dem Fünffachen das Fünffache, dem Sechsfachen das Sechsfache und so weiter und so fort. All das bedeutet proportional. Okay, auch dieses lässt sich im Koordinatensystem darstellen. Denkt dran, x muss dran, Pfeil muss dran, y muss dran, Pfeil muss dran und die Achsen müssen beschriftet werden. Die x-Achse als Ausgangsgröße hier unten auf der x-Achse. Und in der Tabelle oben der Preis als zugeordnete Größe in der Tabelle unten und hier auf der Y-Achse. Machen wir mal einfach, eine Übernachtung sind 15, da mache ich hier ein X hin. Zwei Übernachtungen, das wären 30, dann gehört das X hier hin. Drei Übernachtungen sind 45, das wäre hier. Vier Übernachtungen wären 60. Das wäre hier. Fünf Übernachtungen sind 75. Das wäre hier oben. Und sechs Übernachtungen, das kriege ich jetzt schon nicht mehr drauf. Ja, aber wir stellen eine Sache fest. Das ist ganz typisch für proportionale Zuordnung. Die Werte befinden sich alle auf einer Linie. Das heißt, ich könnte diese Werte jetzt verbinden. Darf ich aber nicht, denn es gibt hier keine Zwischenwerte. Also man kann nicht irgendwie 1,5 mal übernachten, ne? Also entweder übernachten wir einmal oder zweimal. Bei manchen proportionalen Zuordnungen kann man aber tatsächlich die Werte hier verbinden. So, deswegen gehe ich nochmal eben durch. Es gibt auch noch Möglichkeiten. Proportionale Zuordnung, also es gibt natürlich andere proportionale Zuordnungen noch. Außer Übernachtungen und Preis. Also als Beispiel, ein bekanntes, das hatten wir in einem anderen Video zur Zuordnung schon, nämlich Eiskugeln. Wenn ich jetzt zur Eisdiele gehe,
die Anzahl der Eiskugeln, die ich kaufe, und den Preis, den ich letztendlich für die Eiskugeln bezahlen muss. Auch hier ist das proportional. Ne? Wenn ich doppelt so viele Eiskugeln kaufe, dann muss ich auch doppelt so viel dafür bezahlen. Wenn ich nur die Hälfte an Eiskugeln kaufe, muss ich auch nur die Hälfte dafür bezahlen. Wenn ich das Dreifache an Eiskugeln kaufe, muss ich auch das Dreifache bezahlen. Gilt natürlich alles nur, wenn es keinen Rabatt gibt. Das ist klar. Rabatt würde Proportionalität dann aufheben. Was haben wir noch? Also, wir hatten auch schon mal ein Beispiel. Arbeitszeit. Und der Arbeitszeit wird zugeordnet der Lohn, den man dafür bekommt. Also wenn man zum Beispiel einen Ferienjob macht und man hat besprochen, dass man für jede Stunde 10 Euro beispielsweise bekommt, dann gilt genau dasselbe. Man kann das ausrechnen. Doppelt so viel Zeit, die man arbeitet, würde auch doppelt so viel Lohn geben. Die Hälfte der Zeit würde nur den halben Lohn geben. Die dreifache Zeit würde den dreifachen Lohn geben. Das können wir alles berechnen, weil es handelt sich um eine proportionale Zuordnung. Je größer die Ausgangsgröße wird, desto größer wird auch die zugeordnete Größe und damit können wir es berechnen. Das wäre dann sogar ein Beispiel, wo wir diese Punkte miteinander verbinden dürfen, denn man arbeitet ja nicht immer nur volle Stunden. Es kann ja auch sein, dass man noch ein paar Minuten länger arbeitet und auch diese Minuten würde man bezahlt bekommen. Das heißt, dann würde es auch sozusagen Werte hier zwischen geben und wir könnten das wirklich verbinden. Das bräuchten keine einzelnen Punkte sein. Bei den Eiskugeln wäre es auch nur so, eine Kugel, zwei Kugeln, drei Kugeln, vier Kugeln. Es gibt ja nicht irgendwie 1,2 Kugeln oder sowas, ne? Das klappt halt nicht. So, da möchte ich aber auch noch ein Beispiel bringen, was vielleicht so aussieht wie eine proportionale Zuordnung, aber keine ist. Und zwar Laufstrecke und Zeit. So, also wenn ich unterwegs bin, also meinetwegen, ich bin Dauerläufer und ich laufe mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann habe ich eine Strecke, meinetwegen 2 Kilometer, und für diese 2 Kilometer brauche ich 10 Minuten. So, jetzt könnte man ja denken, ja, dann klappt das ja, dann brauche ich ja für 1 Kilometer bloß 5 Minuten und für 3 Kilometer müsste ich 15 Minuten rechnen. Ja, jetzt könnte man denken, das wäre proportional, ist es aber nicht. Jeder, der schon mal gelaufen ist, weiß, nach einer Zeit ist man nicht mehr so fit wie zu Beginn. Heißt, man würde irgendwann langsamer werden und dann braucht man länger für einen Kilometer und damit wäre das nicht mehr proportional. Dieses hier ist nur unter einer bestimmten Bedingung proportional, nämlich dann, wenn man davon ausgeht, dass der Läufer immer gleich schnell ist. Ganz egal, wie weit der läuft immer dieselbe Geschwindigkeit. Dann wäre das proportional. Aber wer kann das schon? Also, die meisten von uns laufen den ersten Kilometer noch recht schnell und werden dann irgendwann langsamer. Und damit ist das dann nicht mehr proportional. Also, wir fassen nochmal alles zusammen. Proportionale Zuordnung, das sind Zuordnungen, bei denen man rechnen kann. Also, wir können fehlende Werte ermitteln durch verdoppeln, durch halbieren, durch verdreifachen, durch vervierfachen und so weiter. Denn der proportionale Zusammenhang bedeutet, dass die Ausgangsgröße und die zugeordnete Größe im selben Verhältnis steigen bzw. fallen. Ne? Also, wenn sich die Ausgangsgröße verdoppelt, verdoppelt sich auch die zugeordnete Größe und so weiter und so fort. Proportionale Zuordnung können wir wie so vieles im Koordinatensystem darstellen. Wenn wir das machen, dann liegen die Werte von proportionalen Zuordnungen alle auf einer Linie. Diese Linie dürfen wir manchmal verbinden, immer dann, wenn es zwischen den Punkten auch Zwischenwerte gibt. Manchmal dürfen wir sie auch nicht verbinden, wenn es nur die Punkte gibt. Also wie bei unseren Übernachtungen. Es gibt nur eine Übernachtung, zwei oder drei Übernachtungen. Es gibt nicht 1,1 Übernachtung oder bei den Eiskugeln ist das auch so. Es gibt nur eine Eiskugel, zwei Eiskugeln, drei Eiskugeln. Und dazwischen gibt es nichts. Anders ist es hier bei der Arbeitszeit. Man kann auch zwischen 1 und 2 Stunden arbeiten. Das würde gehen. Bei der Arbeitszeit und dem Lohn dafür, da dürften wir das dann verbinden. Okay, ich hoffe, es ist klar geworden, was proportionale Zuordnungen sind.